Moin Moin, herzlich willkommen bei Bloodbrain Digital und einem weiteren Snacken durch. Das wird in nächster Zeit einige Snacken durchs geben. Also ich denke mal diese Woche fast jeden Tag oder vielleicht sogar mehrere an manchen Tagen, weil diese Woche ist nämlich das Steam Gaming Festival. Das geht vom 16. bis zum 22. Und ja, es kommen massig Demos. Es sind schon massig Demos da. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Es ist so viel. So, und da es alles Demos sind, bietet es sich halt an, das Ganze für Snacken durchs zu benutzen. So, ich gehe auch mal schwer davon aus, dass nicht alle mir gefallen werden. Oder euch. Es werden auch einige dabei sein, wo man sich so denkt, oh, wer zur Hölle hat sich das überlegt? Und warum ist das so? Und, ne? Oder man wird sich irgendwas angucken und denken, ja, das hätte ich mir eigentlich gekauft, wenn ich die Demo nicht ausprobiert hätte. So, jetzt weiß ich nämlich, dass es überhaupt nicht mein Spiel ist. So, aber das ist ja auch nun mal so ein bisschen das Ziel von Demos, ne? Natürlich im Sinne des Publishers, Entwicklers und so weiter, natürlich nicht unbedingt, dass man die Demo testet und dann sieht, ach nee, das ist irgendwie überhaupt nicht für mich und es ist einfach nicht kauft. Deswegen gibt es ja auch diese ewig lange Diskussion. Schon seit, ich weiß nicht seit wann, schon ewig lange, darüber, ob Demos halt dem Spiel positiv helfen oder halt negativ schaden. Ne? So, geht in beide Richtungen. Aber ich denke eigentlich, dass ein Demo immer gut ist. Ne? Oder eine beschränkte, zeitlich beschränkte Beta-Version oder irgendwie sowas. Damit man halt doch reingucken kann. Klar sind Let's Plays gut. Klar sind solche Videos und meinen Snacken durch und so weiter gut. Alles cool, kannst dir ein Bild von machen, ne? Aber es dann doch nochmal selber spielen, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Man spielt ja völlig anders selber, halt so, ne? Und da sind halt Demos und sowas eigentlich super gut für. Halt. Und sie müssen halt nur so gemacht sein, dass du genug zu tun hast, um einen Eindruck zu bekommen. Aber nicht zu viel, dass du das Gefühl hast, so, ja, jetzt brauche ich das Spiel sowieso nicht mehr spielen, weil ich habe schon alles erlebt. Ne, so das ist, denke ich mal, so ein bisschen so dieser schmale Grat, auf dem gewandert werden muss. Aber ja, das ist schon alles irgendwie machbar, denke ich mal. So, als erstes werden wir in diesem, steht ja auch im Titel, Unto the End probieren. Das habe ich schon ganz schön lange auf dem Kicker. Also wirklich schon ganz schön lange. Und ja, dann gab es eine Demo. Und dann war die Demo weg. Das war sehr traurig. Jetzt ist sie aber wieder da, was mich sehr fröhlich macht. Ich hoffe, es macht mich sehr fröhlich. Und dann werde ich es nämlich jetzt mal ausprobieren. So, und wie ich das verstanden habe, gab es auch ein paar Updates für die Demo. Jetzt, also nicht dieselbe Demo, die es damals gab, sondern eine leicht überarbeitete, gepushte hier, da und verbesserte. Das ist natürlich auch schon gar keine so schlechte Sache. Ja, was ist Unto the End? Unto the End ist im Grunde ein. Ich fasse es jetzt einfach zusammen, was ich so aufgesogen habe, wie ich mir das so vorstelle. Man ist halt so ein Wikinger oder Highlander oder sowas in der Art und muss sich halt, wie das in solchen Spielen halt ist, auf eine Reise begeben, um, ich denke mal, seine Familie zu finden oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das sieht man so 2D-mäßig von der Seite. Und der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist halt das Kampfsystem. Die Kämpfe sind nicht einfach, wie man das sonst so kennt, aus zum Beispiel Messenger oder sowas auch. Hinspringen, draufhauen, ding, 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 weiter. Nein, du musst halt, oder du kannst halt parieren, oben, unten. Dann kannst du verschiedene Arten von Schlägen machen und all sowas. Also das Kampfsystem soll so der Aha-Effekt in diesem Spiel sein. Und halt die Optik an sich, ne? So das Setting und sowas. Da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Mal sehen. Wir werden auch direkt gleich mal reinschalten. Nicht wundern, es wird jetzt nämlich einmal kurz denn gleich schwarz werden, weil ich nämlich umschalte schon mal gleich, damit wir alles mitkriegen. So, also dann, wir sehen uns gleich in Unto the End und ja, das wird bestimmt gut werden. So, mal schauen. Zack. Ich hoffe, jetzt ist auch alles auf dem Stand der Dinge. Das sehe ich ja gleich. Weil, schwarzes Bild. Los geht's. Demos halt, ne? Controller hier. Habe ich. Da wird immer darauf hingewiesen, dass die Kämpfe halt, ja,
ne? Timing, Blocken, etc. etc. Das ist wirklich sehr wichtig ist in diesem Spiel. So, drücken wir weg. Da sind wir. Da drüben ist unsere Familie. Ich habe aber das Gefühl, wir haben das verpasst. Moment. Ich muss einmal kurz hier gucken, ob die Aufnahme auch funktioniert. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben es verpasst. Deswegen drücken wir mal Start und Start again. Start again. Yeah. Ah, wusste ich doch. Unto Sient. Ich denke, das heißt sowas wie bis zum Ende. Achso. Das ist das, was wir verpasst haben. Einfach nur das Opening. Also das Titelbild. Ich meine, ich gar nichts verpasst. Schön. Mit dem Wolf oder was ist da, ist auch so. So gut. Also da ist unsere Familie noch vorhanden. Alles gut. Gucken, was hier jetzt so passiert. Hier sind wir. Was ist zu tun? Wir können springen. Können wir irgendwie höher springen? Nee, okay. Das ist Duken. Aha. Ah, Rolle. Aha. Oh. Schwert. Tschau. Können wir noch was mitnehmen hier? Nee? Okay. Können wir das Schwert irgendwie ziehen? Nee, können wir noch nicht, ne? Doch. Ist das ein Schwert? Ein Speer oder nicht? Da, das meine ich halt, ne? Wir haben den Stechen quasi. Und hier, also, mal gucken, können wir auch mehrmals drücken? Ja, machen wir so. Oh, oh, Vorsicht. Und dann haben wir den Dollen von oben so. Und dann können wir so machen und so machen. Ich bin gespannt, mal gucken. Hallo Familie, was, was geht? Können wir sie hier wegstecken? Ah, dashen können wir auch. Also schubsen. Wir können es also nicht wieder wegstecken, ne? Ne. Ne. Können wir einen von denen aus gesehen hauen? Nee, okay. Hallo Familie, ja? Hm. Ah. Okay. Aha. Ah, das ist das Inventar, was wir dabei haben, denke ich mal, ne? Mhm. Wir haben Haare meiner Frau dabei. Zwei Figuren von Frau und Tochter. Ja, ein Ring. Und ein Stein. Achso, das können wir den Leuten anbieten dann auch im Fall der Fälle. Ja, ja, okay, gut, verstehe. Handel gibt es also wahrscheinlich auch. Attack High. Achso. Ich habe das Gefühl, die sollten uns eigentlich irgendwas erzählen, da denke ich mal. Duken. Das ist das... Oh. Okay, wo hab ich die denn her? Na gut. So. Moment. Wie war das jetzt? Warte, können wir jetzt mit denen auch lenken? Ja, okay. Und dann... Da. Okay, okay, interessant. Block High. Block Low. Okay, gut. Oh. Aha. Rolling? Achso, ja. Gut. Ja, ja, gut. Ich glaube, ich habe das verstanden. So. Achso. Müssen wir erst machen, damit das weggeht. Ja, gut. Mhm. Counter. Oh, wow, wow. Okay. Nö, das war's nicht. Nee, warte. So war das. Es wird dir so viel beigebracht hier, dann brauchst du das nachher alles gar nicht, weißt du? Obwohl, doch, wahrscheinlich schon. Okay, es ist genug. Gut. Ich will noch kämpfen.
Aber jetzt ist gut, ne? Ich hau einfach ab. Sag mal. Wahrscheinlich muss ich das Gebiet verlassen hier, damit sie abhaut. Oh. Shit, da ist ein Felsen im Weg. Komm ich nicht dran vorbei. Muss ich wirklich jetzt K.O. schlagen? Geht das überhaupt? Komm ich da nicht vorbei? Nee. Ah, okay. Ich war einfach zu kampfeswüterig. Okay. Oh, jetzt wird's echt kompliziert hier langsam, ne? So. Ja, gut, man kann so tun, als ob. Okay. Okay. Oh, Mist. Moment, ich brauche ein bisschen Platz, glaube ich. Oh, ich komme hier nicht raus. Weg da. Oha, das geht ja so. Hat sie selbst die Birne gestoßen. Oh, falsch. Das Kampfsystem ist umfangreich, ne? Block Attack Chains to knock open as well. Okay. Also. Moment. So. So. Ah. So. So. Ah. Okay. Das sind nur die Basics. Oh. Das sind nur die Basics. Ich werde. Was soll das denn werden? Oh, die ist mies. Jetzt sollte ich normale Attacken machen. Was? Kann das sein, dass man außer Atem gerät? Geht das? Oh, Mist. Ja doch, ich glaube, man kann auch außer Atem geraten. Oh. Ja, okay. Gut. Interessant. Muss ich sie jetzt besiegen eigentlich? Muss ich wohl. Oder. Okay. Völlig falsch. Mensch, die Kulisse, ey. Soundkulisse dazu. Sehr cool. Okay, okay. Ja, aber. Ach gut, ich kann einfach gehen. Okay, gut. Jetzt ist. Die kämpft aber weiter dahin. Ja, ich denke, da sollte noch irgendwas passieren. Ich habe das Gefühl, hier fehlt irgendwas. Dass da irgendwie ein Stück Story oder so irgendwas fehlt. Weil wir sitzen am Lagerfeuer. Und jetzt bin ich plötzlich hier. Okay. Mit Rüstung und allem drum und dran. Aha.
Ja, ich glaube, da fehlt wirklich noch irgendwie was. Das Abenteuer geht los, tot. Shit. Moment. Weg. Okay, das scheint nicht so ganz richtig zu sein. Vielleicht sollten wir dagegen werfen? Oder können wir das hier mit zum Einsturz überwerfen? Nee, warte, so? Ah. Entkommen? Nein, bin ich nicht. Ah, shit. Ich habe mich dünkt das Gefühl, ich bin so langsam. Oh. Shit. Warte, ich glaube, ich habe mein Schwert verloren. Ja. Oh, das geht auch. Nice. Oh, das gibt's doch nicht. Hä? Wie? Oder muss ich da hoch? Ja, komme ich nicht hoch, ne? Nö. Also hier ist wohl doch schon. Schon richtig eigentlich, aber. Das kann's doch nicht sein. Wo bricht denn das zusammen? Hier? Also da weiter. Ah, Mist. Das Schwert. So. Oh. Ich muss noch ein bisschen an Another World denken. Schlag? Ja, können wir. Och, ehrlich, sind wir jetzt tot? Oh nein. Puh. Wir müssen da rüber springen, ne? Das war springen, okay. Können wir theoretisch auch da runter klettern, aber. Warte, was hat das? So, ne? Erstmal durchsuchen. Stick. Aha, ist da noch mehr? Nee. Ah, wir können die. Kommen wir hier hoch? Oder sah es nur so aus? Das sah nur so aus, glaube ich, oder? Ja. Okay. Da sind irgendwelche Trolle oder so da oben. Ungünstig. Wie können wir die Leiter benutzen? So. Okay, gut. Ja, ich muss ein bisschen an Another World denken, ne? Von der Optik her so. Dieser, ja, wie soll ich das sagen? Ich will nicht sagen detaillos, aber das ist ja recht, mir fällt einfach keine passende Beschreibung ein jetzt gerade. Eine? Eine. Wegrollen! Weg! Boah. Ist er tot? Ich hoffe mal. Moment. Okay. Ist da nichts dabei? Doch. Blätter. Okay. Oh, da kommt noch was. Es ist ein ganz schön, es kann ein ganz schön hektisches Spiel werden, denke ich. Später. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist abgehauen. Oh. Müssen wir da rüber?
Okay. Hätten wir auch da runtergekonnt? Vielleicht. Obwohl. Oh shit. Und ich wollte eine Rolle machen. Ich wollte eine Rolle machen. Boah, jetzt sind wir wieder ganz hier hinten. Okay, die Safe-Punkte sind. Okay, drei Treffer bist du down. Okay, das ist hart. Das ist hart. Wow. Also ich bin. Ach, shit. Da hast du. Oh. Gut. Dein Dolch gesucht gerade auch so gut. So, da ist der Dolch. Der dabei? Er hatte die Blätter dabei, naja. Okay, okay, cool. Ach, der haut ab. Okay. Okay. Wow, hier tötet dich auch wirklich alles, ne? Es ist. Alter Falter, ist das hart. Also man muss wirklich blocken. Heftig, heftig. Interessantes Design, wie gesagt, und sowas. Gefällt mir gut. Aber es ist hart, ne? Es ist hart, ey. Na, jetzt wird er noch ein Pfeil. Pfeil ist er schon. Nach dem Wurf durch. Aber es ist wirklich hart, ne? Krass. Denn, hä, wo sind denn die? Ah, guck mal an. Okay. Was haben wir denn hier? Da kann man kochen. Ah, craften kann man also auch. Heftig. Umfangreich. Das ist echt enorm, ja. Vorbei. Umdrehen. Oh nein, nein, nein. Oh. Shit, mein. Oh nein. Falsche Waffe. Falsche Karte. Dings. Wo ist mein Schwert? Vergessen, wo mein Schwert ist. Shit. Kann ich das hier nehmen? Wo ist denn meine. Liegt die da? Ich glaube, da liegt sie. Oh, ungünstig. Ich habe die falsche Taste gedrückt zum Aufsammeln. Ah, shit. Ich habe die Werftaste gedrückt, die hier. Aber das ist nicht wirklich das Richtige zum Aufsammeln. Die drücken. Ah, Mist, ey. Ja, wie gesagt, heftig. Also, schweres Ding. Aber ich denke mal, wenn man es raus hat, dann ist gut. Aber bis dahin wird man hier doch echt einige sehr coole Kämpfe und so erleben. Überleben. Ja, überleben vielleicht auch. Also gut, wir müssen. Oh. Hab ich ihn getroffen? Nee, hab ich nicht. Oh, ausweichen. Nein! Oh. Oh. Weg. Oh. Oh nein. Oh, ich bin gegen gedonnert. Aufsammeln. No. Oh. Shit, shit, shit. Oh, oh, oh. Okay. In die Fresse, ey. Oh, Mist, ey. Übel. Ach, Idiot.
Ah. Oh, was sollte das jetzt? Scheiße. Wo ist das Ding jetzt hingeworfen? Wahrscheinlich weg, ne? Ne, da hinten ist es. Ja, da war es. Okay. Jetzt bin ich auch tierisch angeschlagen. Aber das ist cool. Also das ist auf jeden Fall echt, echt cool. Oh. Okay, es ist... Ja. Ich weiß nicht, ob das so direkt was für mich ist. Also, ja, also, wie soll ich das sagen? Na, falsch ich das wieder. Es gefällt mir. Es macht Spaß. Vor allen Dingen auch ist das Sterben zwar ärgerlich, klar, aber nicht so schlimm. Weil, weil die Kämpfe ja dann doch spannend sind, ne? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay. Nein! Oh, Mist! Oh, Scheiße! Ja, weil die Kämpfe ja doch spannend sind. Ist das schon ziemlich cool. Und das Sterben, wie gesagt, zwar ärgerlich, aber die Kämpfe belohnen einen halt dafür. Die Action, die man hat, wenn man denn halt doch weiterkommt und sowas. Ist das... Ja. Aber ich würde ganz schön oft sterben. Ich meine, das ist gerade der Anfang hier, ne? Das ist der Anfang. Und ich sterbe mir hier eins zurecht, weißt du? So, der ist ein bisschen problematisch. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt... Oh, falsch! Nach oben! Ah. Ah, okay, gut. Den kleinen muss ich umlegen. Mit dem Großen muss ich da einfach das Duell machen, da denke ich mal. Oh. Genau das. Dass man den zusammenbricht auch, das ist richtig übel. Oh, shit. Der körperliche Zustand... ist auch die einzige Möglichkeit abzuleiten, wie viel Energie man noch hat. Heftig, ey, echt heftig. Ja, aber wie gesagt, ich sterbe jetzt schon ganz schön häufig. Oh, nach einer Rolle ist erstmal Game Over hier, oder was? Oh, übel. Okay. Ach, Mann. Da war ich jetzt so mutig. Oh. Da muss ich vorbei. Also das schaffen wir noch. Puh. Auch wie, dass man dann gleich K.O. ist. Also so außer Puste, wenn man eine Rolle macht. Wenn man angeschlagen ist, da kann man ganz gut mit ablesen, wie gut mir das noch geht. Finde ich gut. Interessantes System, ja. Okay. Wir müssen ins Licht. Das ist mir zu dunkel. Schau, was haben die dabei? Nichts? Der andere? Ah, Leder. Okay. Aha. Da oben ist eine Dings gewesen, ein Fahrstuhl oder sowas? Ach so, ja, warte.
Sollen wir das nochmal auf? Wahrscheinlich durchrollen. Naja, okay. Können wir denn den Schalter hier benutzen? So. Okay, die Taste ist also wirklich komplett, alles, was irgendwie mit Benutzen zusammenhängt, ist damit der Taste dann. Okay, cool. Sehr geil. Oh, ein Feuer. Können wir es entfachen? Oh, nice. Nice. Au. Okay, können Kämpfe üben. Können Rüstung verbessern. Können wir nur... Ah, haben wir genug dafür? Ja. Wir haben 3, 3, 2. Ja, das ist recht locker, okay. Ja, nein! Oh! Oh nein! Oh nein! Ah, okay. Huh. Ah, okay, was können wir denn hier machen? Okay, können wir irgendwas herstellen? Huh? Wir machen aber erstmal die Rüstung. Okay, haben wir gemacht. Ah, okay, Lebenspunkte, ja. Okay, okay. Jetzt geht es uns wieder besser, ne? Okay, gut. Achso. Dann können wir so da hinsitzen. Ja. Ah, je nachdem, wo wir sitzen wollen. Die Fackel können wir nicht wieder mitnehmen, okay. Gut, gut. Ja, 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 ist in Ordnung. Moment, haben wir das Schwert wieder? Ja. Eine Sache haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Was ist denn... Was ist denn das? Ach, komm, warte, kommen wir jetzt zurück? Also... Ah, so, okay, okay, ja, 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 gut. Ah, nice. Wenn wir uns nicht sicher sind mit dem Kampf und sowas, dann können wir da also wieder trainieren. Das ist nicht schlecht. Nette Mechanik, auf jeden Fall, cool. Wir erinnern uns quasi zurück. Dass wir jetzt keine Fackel haben, ist irgendwie weniger cool. Müssen wir hier hin? Hier weiter? Auch nicht? Wir können auch keine Fackel wieder mitnehmen hier, ne? Nö. Ah. Moment. Können wir nicht irgendwie eine Fackel machen? Warte. So. Nein, nicht, oh, nicht hinsetzen. Dann noch eins. Geh mal hier ins Feuer. Setzt sich trotzdem hin, ne? Ja. Shit. Ah, steh auf. Ne, so war das, genau. Select. Aha. Okay, gut. Okay, gut. So, was ist hier jetzt überhaupt los? Aha, Leiter. Mächtig, mächtig, mächtig geiles Game. Aber wie gesagt, es steht weiterhin im Raum. Puh, ob das so... Ah, shit. Weg. Oh nein, ich hab doch gerollt. Hab ich? Oh, hab ich mein Schwert da liegen lassen? Ja, ich hab... Oh, 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 oh. Hey. Geköpft. Gottes Willen. Wo ist deine Leiche? Da. Was hast du dabei? Nichts.
hier irgendwas in deiner Höhle? Das war ein guter Kampf. Das war ein verdammt guter Kampf. Oh. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Feind ist. Bin ich denn? Achso. Shit. Oh, ich hab ein Schwert verloren. Ohne Schwert wird das hier nichts. Ich bin tot. Okay, also ohne Schwert. Ach nee, der schlägt eher nach unten, ne? Ja, okay. Und jetzt nach oben. Ah, shit. Heftig, heftig. Also die Kämpfe sind echt krass. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass es hier in dieser Höhle so verdammt dunkel ist, ne? Soll sicherlich zur Stimmung dazu Dingsen halt ne, beitragen, aber... Oh, shit. Puh, der ist eine harte Nuss, ja? Hm. Bin ich da. Ah, ich werde schon wieder verloren, nein. Aus Weg. Diesmal hat er Knochen dabei gehabt. Oh. Boah. Der ist hart. Der ist auch übel. Ja gut, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen jetzt von der Demo hier. Wie gesagt, es ist immer noch ein Snacken durch. Gut, die Gloomwood-Demo haben wir auch durchgespielt. Komplett, aber da muss ich halt auch sagen... Kommen wir da hinten eigentlich auch weiter? Gucken. Oh. Da muss ich natürlich auch sagen, dass ich die vorher im Stream schon durchgespielt hatte. Mal gucken, ob das hier auch irgendwo hingeht. Oh. Ohne Fackel ist natürlich doof. Würde mich interessieren, nochmal irgendwo draußen zu kämpfen. Ah, das sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Gut, warum sollten wir den da unten... Ah, ist das hier ein Magier, ein Schamane? Irgendwie ein Schamane von denen oder sowas. Ah, der hat bestimmt gut was gegeben. Ein Loot oder so. Leder, okay, gut. Jetzt machen wir nochmal ein, zwei Kämpfe hier draußen, glaube ich. Oh, was hier so passiert? Aha. Oha. Ah, Scheiße, was? Oh, bin ich jetzt wieder unten? Nein, ich bin jetzt hier. Okay, gut. Oh, Mistkerle. Oh, ich hab mich doch geduckt. Ah, nee, ich hab nicht geduckt. Ich hab mich nicht geduckt. Shit. Ich hab mich... Wie war duken? Nee. So. So.
So war Duken, okay. Ah, shit. Also rollen quasi, ja. Ah, wieder zu spät. Oh, das, der große Nachteil in dem Kampf ist, wenn du eine Animation machst, eine Aktion, dass er denn die Animation wirklich erst durchspielt, ne? Ah, shit. Das ist hart. Idee. Warte. So, pass auf. Der zweite. Wo ist er denn? Da. Was? Oh, schade. Oh, eigentlich dachte ich... Ach, Mist. Eigentlich dachte ich, er trifft seinen Kollegen. Aber tut er nicht. Hm. Wo ist meine Waffe? Oh, nein, ey. Oh. Also, wie gesagt, ich find's cool. Das ist ein launiger Titel auf jeden Fall, aber ist der hart. Oh, aber ist der hart, ey. Wow. Also ich werde eher oft sterben. Das ist ihn auch nicht... Wie kann ich dem denn ausweichen? Oder muss ich da unter durchrollen? Nee. So? Soll ich ausprobieren, ob ich den Speer abwehren kann? Oh, dann nicht so. Och. Andersrum. Oh. Ob das geht? Ich meine, der hat ja drei Speere, sehe ich so. So sieht es zumindest aus. Umdrehung. What? Wieso? Jetzt dreht er sich nicht um. Weil er im Kampf in dem anderen ist, ne? Och. Da muss man sich wirklich reinfuchsen in das Ganze. Hart. Nee, okay, gut. Mist, ey. Aha, zwei. Oh, zwei solche Schläge und du bist K.O. Also erstmal kurz erschöpft, ja. Naja, gut, okay. Gutes Ding auf jeden Fall. Schockt. Nur, ja. Muss man sich da wirklich reinfuchsen, ne? Ich denke, der Frustfaktor, der kann schon ganz schön schnell ansteigen. So. Vor allem, wenn man die falschen Tasten drückt. Und aha, also geht es doch. Oh. Also geht das doch. Wenn ich mich da unter durchrolle wahrscheinlich. Ja, das könnte sein, dass wenn ich mich da unter durchrolle, dass er das denn macht. Ja, okay. Oh, shit. Nein. Oh, ey. Was ist denn? Hallo. Oh, Schissel. Harte Nuss, wirklich. Viele Fehler darfst du dir hier nicht erlauben. Das ist, Ich darf auch nicht stehen bleiben. Also ich muss... Wenn ich mit dem Analogstick lenke... So, ich lenke die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz. Wenn ich mit dem Analogstick aber lenke... das war doof, da war ich zu schnell. Wenn ich mit dem Analogstick lenke, dann richtet er sich nicht aus. Das heißt also,
Ich kann einfach so weiterlaufen. Oder? Oh, oh, oh. Shit. Nee, war wohl doch nur ein Irrtum. Dachte eben, das wäre so, aber scheinbar nicht. Ja, also wenn er die Speere wirft, dann musst du wirklich weit entfernt von sein. Also das ist, ich sag mal, wenn ich mir das kaufen würde dann, wenn es erscheint, dann wird das Try and Error hier, ne? Oh, 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 oh. Boah. Oh, nein, weg, weg, weg. Weg. Shit. Ja, dann wird das wirklich Try-and-Error-Kämpfe hier werden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis man da entweder Glück hat oder es einfach gut drauf hat, ne? Mit dem Parieren und es ist ja auch so eine zeitliche Geschichte in diesem Fall jetzt zum Beispiel hier gerade. Aber gut, das wurde ja auch so angepriesen. Du. Das ist. Oh. Oh, Mist. Wurde ja auch angepriesen, so dass es, ja, der Rhythmus und so weiter, dass das alles eine wichtige Rolle spielt, ne? Und ja, das stimmt, also heftig. Ich hab gedacht, der scheiße Heiltrank ist ja nicht auf dem ersten Platz. Aber das meine ich, wir werden jetzt gerade von Versuch zu Versuch besser. Aber es dauert natürlich, ne? So, und... Huh. Mag ich gar nicht ausmalen. Oh, Mist. Was da noch für... Boah. Was da noch für fiese Gegner kommen. Und für ätzende Horden und so weiter, ne? Na gut, das Ding machen wir jetzt nochmal hier. Versuch. Und dann haben wir, glaube ich, auch wirklich einen sehr guten Eindruck, was wir zu erwarten haben. Oh. Okay. Oh, oh nein. Oh. 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 Mist, Kerl. Oh. Oh. Alter. Ist gut jetzt. Oh. Okay, gut. Das war's. Das war's. Das... Nee. Lass mal gucken. Es geht jetzt auch schon eine Stunde wieder. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Bereiche gesehen von dem Ganzen. Das muss ich leider sagen. Aber wir können ja eigentlich mal gucken. Was ist denn, wenn wir an denen vorbeilaufen? Kommen wir da eigentlich hoch? Oh nein. Oh. Nicht mal das gönnt er uns. Oh, und dennoch einen in den Rücken. Ah. Oh, Idee. Folgendes. So. Pass auf. Machen wir hin. Kommt der. Rolle. Zack. Oh, shit. Oh Gott, auch noch gegen die Wand. Oh, oh, weg, weg, weg. Oh, Alter, Alter. Oh Gott, sind da her. Oh nein. Geh weg. Hau ab. Ich will nur wissen, was hier ist. Oh.
Okay, die kommen also auch hinter ihm her. Was ist hier los? Was? Achso. Okay, also ich vermute mal, dass da eigentlich das Ende von dem Demo ist. Das würde ja irgendwie passen, ne? Das sieht zumindest stimmig genug aus für ein Ende. Mal sehen. Weit weg. Oh, das war dumm. Das war dumm. Was? Oh, nein. Oh. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist echt eine üble Nuss. Das Spiel. Wow. Das wollte ich nicht. Nein! Es ist aber auch leider einer der Titel, wo man nur schwer wieder aufhören kann. Oh. Eigentlich wollte ich jetzt schon ausmachen, ne? Oh Mann, ey. Mein Schwert noch? Ja. Oh, das ist echt... Ne. Also, ja. Nicht falsch verstehen. Es ist top. Es macht wirklich viel Spaß. Aber es ist echt haarig, ne? Es ist wirklich haarig. Und du hast nicht viel Freiraum für Fehler. Gut, okay, okay, gut, ja, 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 gut. Dann spielen wir diese Demo nicht durch. Save und quit, yep. Zack, bevor das hier zu lange dauert alles. Also, es geht ja jetzt schon eine Stunde und wir haben nicht wirklich viel gesehen von der Demo, muss ich halt sagen, so. Na gut, was heißt nicht viel gesehen? Ich denke, wir haben alles gesehen. So, die Demo hat eigentlich alles richtig gemacht. Das muss man halt mal festhalten jetzt. Ne? Das ist ja, wie ich am Anfang sagte, eine Demo, die nicht zu viel zeigt, aber genug, dass du denkst, oh, ja, cool, ne, dass du einen guten Eindruck bekommst. So, und in diesem Falle, was haben wir denn? Also wir haben ein Tutorial gehabt am Anfang. So ein bisschen. So ein Kampfsystem wurde uns da erklärt. So, das war schon mal gut. Dann direkt so wurde dir erzählt, ja, die Umgebung tötet dich. Die Sache, wo der Stein da fällt mit der Brücke und sowas, so puh. Harte Nuss, kriegst direkt in die Fresse. Ja, gut. Dann, der erste Kampf, da unten, gegen den einen mit dem Schild, nicht so heftig. Danach denn der etwas schwerere Kampf schon mit den Zweien. Dann das Craften. Dann ein bisschen weiter oben, also denn das Umlegen von Schaltern, das Rollen durch solche Schächte, Gänge, Durchgänge und sowas da. Dann das Looten. Ja, das Looten von Gegnern ja auch, logischerweise zwischendurch. Dann das Craften halt. Und direkt alles. Einmal Rüstung verbessern, einmal einen Trank herstellen und einmal Wunden heilen und so weiter. Und plus, dass du wieder zurück kannst zum Kampftraining, zum Tutorial halt. Dann der Kampf mit dem schwereren Gegner. Und ich denke mal dem Schaman oder sowas da, der ja nochmal eine Stufe härter war. Aber die wahrscheinlich irgendwas Cooles gedroppt hätten. Vielleicht hätten wir seine Waffe mitnehmen können oder irgendwie sowas halt. Ja, und dann nochmal der Kampf mit Zweien. Oben im Schnee, wo dir ja gezeigt wird, dass Gegnerattacken halt auch, wenn du die geschickt einsetzt, also ausweichst, duckst, rollst etc., dass die halt im Grunde auch deren eigenen Leute treffen.
Ne, das ist ja die Idee hinter dem Speerwerfer gewesen, ganz einfach. So, und dann da oben auf der Brücke, wo dann der eine Verletzte von denen saß, haben wir sie auch gesehen. Er wurde ja getroffen. Natürlich hat er mich dann angegriffen, weil er aktiviert wurde, dann halt dadurch, lalala. Aber, ne? So, und dann halt, ja, weiß ich nicht. Also, was nach dem Kampf noch passiert wäre, ich denke, wir hätten uns vielleicht entscheiden können. Da auf der Brücke, der saß ja da, hat ja nichts gemacht. Ich gehe also schwer davon aus, dass man sich hätte entscheiden können, so nach dem Motto, so, ja, den töten oder nicht töten oder irgendwie sowas halt, ne? Und dadurch, dass ihn jetzt sein Kollege angegriffen hat, ist er halt, ne, davon ausgegangen, okay, ist das Spiel ausgegangen davon, so zack, ja, der will ihn töten, bupp, ne, greift er mich an. So. Ich schätze mal, dass du also auch Entscheidungen hast. So, und dann wäre wahrscheinlich dieser Altar da gewesen und da wäre vielleicht noch ein kleiner Boss gekommen oder halt, bam, so geht's in der Vollversion weiter. Ne? Irgendwie sowas. Also daher haben wir im Grunde alles gesehen. So, das Demo hat alles richtig gemacht. Es wäre sicherlich auch schneller gegangen, wenn ich nicht gerade gestorben wäre und so weiter halt, ne? Aber das gehört ja nun mal dazu. Der Kampf, das Kampfsystem in diesem Spiel, wie ich ja am Anfang sagte, und ja auch im Demo nochmal erklärt wurde, ist halt wirklich so ein Knackpunkt in dem Spiel, ne? Das ist wirklich das A und O. Du musst halt wirklich darauf reagieren, was machen die Gegner? Welche Animation spielt er jetzt gerade aus? Schlägt er von oben, schlägt er von unten? Was ist los? Was macht er? Was hat er vor? Und dann musst du natürlich noch die Spezialattacken verstehen. Ne? Wie, dass er ja da ja eben, der Typ mit dem Speer, dass er ja diesen Sprungangriff macht, wo er uns dann quasi das Schild, das Schwert mit der Hand schlägt. Ne? Wir müssen zwar blocken, aber dann verlieren wir erstmal das Schwert. Beziehungsweise wir könnten natürlich wegrollen oder ausweichen oder sowas, aber am einfachsten ist natürlich das Blocken, aber dann verlieren wir das Schwert. Dann halt auch die Sache, dass man an den Leuten sieht, wie schwer sie verletzt sind, welche Ausrüstung sie haben. Ne, der Speerwerfer zum Beispiel hatte drei Speere. Mit jedem Speerwurf hat er ein Speer weniger auf seinem Rücken da gehabt. Großartig. Und auch gerade der Verletzung und so weiter. Deswegen hat das ganze Spiel gar kein Interface. Das ist heftig. Das ist etwas, was andere Spiele sich auch ruhig mal abschneiden können. Weil ein Interface ist zwar schön und gut, so, ja, aber meistens ist es halt. Dann guckt man sich das an und denkt sich, oh, überall irgendwelche Icons und Symbole und nee. So, und da dieses Spiel ja doch schon auf diese leicht malerische Gestaltung aus ist, wäre so ein Interface halt wirklich einfach nur störend. Ne? Vor allen Dingen auch, wenn man dann da schön kämpft und sowas da, wenn man nachher das Kampfsystem gut raus hat und entsprechende Waffen und verbesserte Rüstung und so weiter, so ein Kampf da doch mal ein bisschen, dass du ein paar Schläge einstecken kannst und so weiter und so fort auch. Im Schnee vielleicht, ne? Dann spritzt ja alles mal mit dem Blut. Das kann schon super geil aussehen, ne? So, und da würde so ein Interface einfach nur stören. So, und das Crafting-Menü und so weiter, das ist einfach mit Select bzw. am Lagerfeuer und so, da, das reicht ja völlig aus. Das ist, alles ist minimalistisch gehalten. Das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Alles ist so minimalistisch gehalten, aber es reicht. Es passt alles sehr gut zusammen. So, und ja, ich habe, wie gesagt, Interesse an dem Spiel auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, dass es, eine zähe Geschichte wird. Für mich. Und aber auch für die Zuschauer, wenn ich das denn hier auf YouTube laufen habe oder sowas. Und da weiß ich nicht genau. Also, ich denke, es kann auch sehr geil sein, ne, wenn man denn die Kämpfe raus hat und so weiter. Und das, ja. Ist halt eine Übungssache, sowas, ne? Muss ich echt mal gucken, mal sehen. Ja, muss ich mich entscheiden. So, ne? Denn wenn es soweit ist. Es gibt ja eh noch massig andere Spiele, die sowieso jetzt gerade, ich sag mal, Vorrang haben. Das ist zwar ein super cooles Spiel, on to the end, aber wir haben momentan so viele andere Sachen noch in der Pipeline und sowas, die halt ein bisschen Vorrang haben, die mir eher liegen, die mich noch mehr interessieren oder die ich halt sowieso gerade laufen habe. So, deswegen, es ist auf der Liste der Dinge, ja, und ich werde es im Auge behalten, wenn es rauskommt und so weiter. Und ja, wer es ausprobieren möchte, ne, in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zur Demo, aber denkt dran, geht halt nur noch bis zum 22. Könnt ihr auf Steam runterladen, könnt ihr das spielen und ab dem 22. bis zum 23. ist es dann auch schon wieder gegessen. So, und ja, weitere Demos werden folgen in Form von Snacken durch. Ob die nun wirklich alle immer eine Stunde gehen, sind aber dahingestellt. Das jetzt war halt so ein Titel, ne, wo man so dachte, so, man kann halt nicht aufhören, ne? Ich schätze mal, aber da sind auch einige bei, die gehen vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten, irgendwie sowas halt, ne? Müssen wir da mal gucken. Entscheidet sich ja alles spontan. Auf jeden Fall, wenn ihr die alles weiter sehen wollt, folgt hier unserem Kanal. Einfach die abonnieren und die Glocke und den ganzen Schnickschnack und so weiter. Dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit. Oder halt auch oben in der Suche einfach Snacken durchsuchen.
Oder halt hier in unsere Playlist von den Snacken durchgucken. Oder bis ans Ende des Videos warten, weil da ist dann direkt auch das nächste verlinkt. Oder das vorherige und die Playlist und so weiter und so fort. Ja. Wie gesagt, ne? Folgt uns hier einfach, dann kriegt ihr alles mit. Und es werden noch einige Snacken durchs folgen diese Woche. Und folgt uns ja auch noch am besten auf /BloodandBrain. Facebook, Twitter, Twitch ist ja hier überall eingeblendet. Einfach folgen, dann kriegt ihr auch immer alles mit, was wir so treiben. Und www.totenstadt.com und www.bloodandbrain.de, das sind auch noch zwei Websites, die ihr besuchen könnt, wenn ihr im Internet unterwegs seid. Weil da geht es um unsere Kartenspiele Totenstadt und Voodoo Heads, inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Das würde uns freuen, wenn ihr mal drauf gucken würdet. Und ja, ich denke, das war's jetzt, ne? Ich denke, ja. Ich werde gleich mal gucken, was wir als nächstes angehen werden. Und ich sage immer danke fürs Zuschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Snacken durch. Oder, ja, Minecraft vielleicht. Oder Command & Conquer Remastered. Oder Rams vs. Haunting. Ja? Wir haben hier eine riesen Auswahl an laufenden Titeln. Also dann, wir sehen uns irgendwo. Ciao.